Koblenz erwartet eine Demonstration. Das ist im Prinzip nichts Neues. In diesen Zeiten allerdings sind die ja immer mit Fragezeichen versehen. Und so ist auch die Zero-Covid-Demonstration am Freitagabend, zumindest in den sozialen Netzwerken, heiß diskutiert. Thomas Knaack von der Stadtverwaltung hier in Koblenz ist direkt in die Bresche gesprungen, hat gesagt, wir können alle Fragen beantworten. Darf ich direkt loslegen mit der ersten brennenden Frage aus den sozialen Netzwerken? Warum dürfen die nachts demonstrieren, während wir noch zu Hause bleiben müssen? Weil das Infektionsschutzgesetz das grundgesetzlich verbriefte Recht auf Versammlungsfreiheit und freie Meinungsäußerung nicht einschränkt. Also im Paragraph 28b des Infektionsschutzgesetzes ist das extra ausgehoben. Das geht. Also man kann demonstrieren. Okay, das hebelt das also nicht aus. Das gilt auch für die Bundesnotbremse. Die würde das auch nicht aushebeln. Das Infektionsschutzgesetz beschreibt gerade in diesem Paragraphen 28 die Notbremse und die hebt das besonders hervor, dass das eben gehen muss. Also das Grundgesetz wird da nicht eingeschränkt. Gut, erste Frage eindeutig beantwortet, das ist also vorgesehen. Die zweite Frage, ich weiß nicht, ob die so eindeutig zu beantworten ist, wahrscheinlich aus Ihrer Sicht schon. Zero Covid, sind das nun Querdenker oder sind das Menschen, die für die Maßnahmen oder noch härtere Maßnahmen stehen? Also wir haben das jetzt so aufgefasst, dass es eben nicht Querdenker sind, sondern das sind Leute, die dafür sind, dass die Einschränkungen aufrechterhalten werden, bis die Infektionszahlen so weit runtergegangen sind. Es sind auch Leute, von denen wir jetzt nicht erwarten, dass sie die Auflagen, die sie bekommen haben, um demonstrieren zu können, nämlich Abstand halten, Maske tragen, dass die nicht also dass die Beachtung finden, also dass sie sich nicht dagegen auflehnen werden. Also die Stadt Koblenz hat in Bezug auf diese Demonstration zurzeit keinen Anlass zu Bedenken. Wir können da keine Bedenken haben, weil, wie gesagt, der Gesetzgeber hat das erlaubt, dass demonstriert wird. Eben unter diesen Einschränkungen, denen wir jetzt alle unterliegen, aber eben ohne die Ausgangssperre beachten zu müssen. Dafür würde ich auch noch ein Detail sprechen, dass wir das gerade richtig auslegen, weil die Kombination mit dem Thema der Abschlussveranstaltung, das würde eigentlich in die Gegenrichtung gar nicht reinpassen, oder? Das sehen wir auch so, ja. Das zweite Motto, eben die, das Ende des Zweiten Weltkrieges oder der Jahrestag, in den die Demo hineinreicht, würde wohl von anderen so nicht gefeiert. Das heißt, die Demo wird ganz normal stattfinden am Freitagabend. Beginn ist? Um 21.30 Uhr trifft man sich um die Zeit rum. Danach am Bahnhof geht's dann los Richtung Gesundheitsamt, Nevers-Straße und dann über eine Reihe von anderen Straßen durch die Stadt bis zum Vorplatz der Rhein-Mosel-Halle. Und da gibt es dann um 23 Uhr eine Abschlusskundgebung. So einfach kann es sein. Vielen Dank für die Hinweise in den sozialen Medien und für die vielen Fragen. Einfach Thomas Knaack, den Pressesprecher der Stadt Koblenz, fragen und schon ist alles beantwortet. Wir bleiben für Sie und für euch natürlich am Thema dran und berichten auch vom Freitag. Musik